24 Tage mit den Hübners durch die wohl schönste Zeit des Jahres. Noch 21 Tage bis Weihnachten. Die Einladung. Erster Advent. Und so wie millionenfach in Deutschland zündet auch Mutter Claudia in Biberode die erste Adventskerze an. Passend dazu hat sich Besuch angekündigt. Bernds Eltern Inge und Klaus aus Großkirchheim kommen zum Adventskaffee vorbei. In der Wohnung duftet es herrlich nach selbstgebackenen Kuchen. Bernd nutzt die Zeit, bevor seine Eltern kommen, noch schnell für ein Nickerchen in seinem alten braunen Lieblingssessel. Bernd! Bernd, aufwachen! Der Besuch kommt gleich! Legst du bitte noch ein Stück Holz aufs Feuer? Ja, mach ich. Oma, Opa! Paul, du bist aber groß geworden. Bist wieder gewachsen, oder? Hallo, hallo Inge, hallo Klaus. Schön, dass ihr da seid. Kommt doch rein. Klaus und ich haben uns übrigens etwas überlegt. Was haltet ihr davon, wenn ihr vier Heiligabend zu uns kommt? Oh weia. Das ist doch super. Mama muss auch nicht mehr das Krippenspiel in der Kirche leiten. Dann können wir kommen. Oh, ja, das ist aber eine schöne Idee. Bernd, kannst du mir mal kurz in der Küche helfen? Ja. Ich dachte, wir wollten dieses Jahr in Ruhe zu Hause Heiligabend feiern. Ja, aber das ist doch eine schöne Idee von denen. Die würden sich doch so freuen. Ja, aber was wird dann aus der Gans? Dieses Jahr wird es halt ganz anders. Ja, das merke ich schon. Na gut. Paul ist ja auf jeden Fall schon Feuer und Flamme. So, wir mussten eben nur noch neuen Kaffee anstellen. Ja, wir haben so eine neue, große, schwere Kanne. Und um auf eure Einladung zurückzukommen, wir feiern Heiligabend sehr gerne mit euch zusammen in Großkirchheim. Wundervoll, das freut mich. Und was soll es zu essen geben? Mutter? Die Diskussion hatten wir gestern schon und wir sind uns nicht wirklich einig gewesen. Oh, ich verstehe. Dann darf Paul entscheiden, als Jüngster. Was soll deine Oma zu Weihnachten kochen? Oma, ich wünsche mir Hamburger mit Pommes. Etwas untypisch. Aber warum nicht? Gut, Heiligabend gibt es selbstgemachte Hamburger mit Pommes. Dann wäre das doch schon mal entschieden. Siehst du, Schatz? Sag ich doch. Dieses Jahr wird ganz anders. Ha, ha, ha. Lea, du bist so still. Ist irgendwas mit dir? Mama, Papa, ich kann mit euch dieses Jahr nicht Heiligabend feiern. Ich komme auch nicht mit nach Großkirchheim. Was? Ich habe seit 4 Monaten einen neuen Freund und will Weihnachten mit ihm zu seiner Familie nach Bad Gandersheim fahren. Aha, aber... Möchte irgendwer noch ein Stück Kuchen? Eine Produktion des Mediendienstes der Evangelischen Jugend Bramsche. www.kirche.media